Egal, ob du mehr Gehalt von deinem Chef möchtest oder deine Kollegen von einer bestimmten Idee überzeugen willst. In diesem Video schauen wir uns mal an, wie du mit ein paar simplen Kommunikationstechniken und einem entsprechenden Framework in Zukunft dafür sorgen kannst, dass du in deinem Beruf und deiner Rolle deutlich überzeugender wirkst. Also, viel Spaß dabei! Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's Tobias, dein persönlicher Karriereguru. Heute geht es um eines meiner persönlichen Lieblingsthemen, nämlich um Kommunikation und wie man durch ein paar einfache Tricks immer genau das bekommt, was man will. Beginnen wir mal zunächst mit den Dingen, die du kontrollieren kannst, und zwar deinem Körper und deiner Sprache. Denn egal, ob du dich mal eben mit den Kollegen unterhältst, ein Gespräch mit deinem Chef oder Chefin führst oder aber vor großer Runde präsentierst, Kommunikation passiert immer und überall. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das hat schon der deutsche Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick gesagt. Was er damit meint, ist, dass du, selbst wenn du den Mund nicht aufmachst, dennoch Informationen ausgesendet werden. Sobald also zwei Menschen aufeinandertreffen, läuft bewusst oder unterbewusst Kommunikation ab. Laut der Forschung passiert Kommunikation zu 83% über das Sehen, zu 11% über das Hören, zu 3,5% über das Riechen, 1,5% passieren über das Tasten und zu 1% über das Schmecken. Heißt also, alle deine Sinne spielen in der Kommunikation eine wichtige Rolle. Da wir allerdings 2/3 einer Botschaft visuell aufnehmen, hat gerade die Körpersprache einen enormen Stellenwert, besonders im Hinblick auf deine Wirkung auf andere. Die Körpersprache ist eine Form der sogenannten nonverbalen Kommunikation und besteht aus den Elementen Gestik, Mimik, Körperhaltung, Habitus und Bewegung. Wenn du deine Körpersprache perfekt beherrschst, dann kannst du auch deine Wahrnehmung auf andere verändern. Hier mal ein paar Beispiele. Erstens deine Körperhaltung. Indem du zum Beispiel deine Schultern zurückziehst, die Brust etwas rausstreckst und deinen Rücken gerade hältst, kannst du Selbstbewusstsein und Ausdruckskraft vermitteln. Zweitens deine Gestik. Wenn du dir während eines Gesprächs häufig in die Haare fasst oder ins Gesicht, dann vermittelst du Nervosität. Verschränkst du die Arme, kann das bedeuten, dass du dich distanzieren willst oder unsicher bist. Wichtig ist, dass du deine Arme locker an den Seiten hältst und Informationen mit dezenten Gesten versuchst zu verstärken. Drittens, deine Mimik, also alles, was in deinem Gesicht passiert. Wenn du mit halb geschlossenen Augenlidern zuhörst oder sprichst, dann vermittelst du Langeweile oder Müdigkeit. Achte also darauf, dass du ein freundliches Gesicht aufsetzt. Üb vorab gern mal vorm Spiegel, so kannst du nämlich herausfinden, welche deiner Mimiken wie wirkt. Und zu guter Letzt, viertens, dein Blickkontakt. Wenn du zum Beispiel während einem Gespräch aus dem Fenster schaust oder auf den Boden oder auf dein Handy, dann zeigst du ganz klar, dass du desinteressiert bist. Deswegen halte Augenkontakt und zeig dich wissbegierig. Du siehst also, jedes Element der Körpersprache sorgt für eine ganz bestimmte Wirkung beim Empfänger der Nachricht. Kommen wir nun zu den sprecherischen Ausdrucksmitteln, also der verbalen Kommunikation. Immerhin nehmen wir 11% einer Botschaft über unsere Ohren auf. Heißt also, wie deine Botschaft bei anderen ankommt, ist von verschiedenen Sprech- und Artikulationstechniken abhängig. Die Basics sind folgend. Zuallererst mal die Lautstärke. Es macht einen Unterschied, ob du laut oder leise sprichst. Zweitens das Sprechtempo. Sprichst du sehr schnell oder sehr langsam? Drittens Pausen. Sprichst du langatmig oder betont mit der ein oder anderen Pause, die dem Ganzen Nachdruck verleiht? Viertens Kadenzen, also wie formulierst du eine Frage oder wie triffst du eine Aussage? Damit gibst du dem Inhalt nämlich Struktur. Und fünftens Akzente, also welche Satzteile betonst du? Hier mal ein ganz praktisches Beispiel. Der Satz, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, kann abhängig von der jeweiligen Tonalität und Betonung auch unterschiedliche Bedeutung erhalten. Also erstens, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und zweitens, das ist wirklich ein gutes Beispiel.
Klares, deutliches Sprechen braucht viel Übung, keine Frage. Da tue ich mich selbst manchmal auch noch recht schwer, weil ich sehr schnell spreche. Am besten lässt sich das aber durch lautes Vorlesen verbessern. Indem du das Sprechen übst, auf deine Betonung achtest, kurze Sätze bildest, mit einer angenehmen Lautstärke sprichst und gut Pausen setzt, kannst du es schaffen, deine Gesprächspartner oder ein Publikum zu begeistern. Ich finde es persönlich wirklich Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten man hat, um den Inhalt einer Botschaft eindrucksvoll zu verpacken. So viel also zu den Grundlagen. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil des Videos, dem Kommunikationsframework. Das wird dir in Zukunft nämlich dabei helfen, jedes Gespräch genau so vorzubereiten, dass deine Botschaft wirklich zu 100% ankommt und du bekommst, was du willst. Zur Verdeutlichung werde ich das Beispiel Gehaltsverhandlung mit dem Arbeitgeber nutzen. Schau dir mal diese Grafik hier an. Wir müssen zunächst mal zwischen Sach- und Beziehungsebene unterscheiden, denn wie du mit anderen Menschen kommunizierst, ist immer abhängig von bestimmten Faktoren. Die Kommunikation mit Freunden oder Verwandten sieht natürlich ganz anders aus als die mit Arbeitskollegen, Kunden oder Vorgesetzten. Die Sachebene beinhaltet das Thema, den Ort, den Grund, die Uhrzeit und Dauer sowie das Ziel des Gesprächs. Die Beziehungsebene klärt, wer die Teilnehmer des Gesprächs sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Um die Gehaltsverhandlung mit deinem Chef also optimal vorzubereiten, solltest du dir über alle Punkte ganz genau im Klaren sein. Erstens, wo findet das Gespräch statt? Am Telefon, in der Videokonferenz oder im Besprechungsraum? Mein Tipp, sofern es ein persönliches Treffen ist, achte darauf, dass ihr euch nicht direkt gegenüber sitzt, sondern eher schräg über die Ecke. Das wirkt nämlich weniger konfrontierend und versucht dabei, eine Position auf gleicher Höhe einzunehmen. Das lässt nämlich die Hierarchie schwinden. Also nicht einer sitzt und einer steht, sondern auf Augenhöhe. Zweitens, wann und wie lange findet das Gespräch denn statt? Am Morgen, kurz vor dem nächsten Meeting, in der Mittagspause oder bei einem Feierabendbier? Mein Tipp, je kürzer das Meeting, desto klarer und verständlicher sollten deine Argumente formuliert sein. Sprich deutlich, in kurzen Sätzen und treff knappe Aussagen. Für den optimalen Fokus sollte dein Gehaltsgespräch natürlich an einem ruhigen, entspannten Ort stattfinden. Das ist eh klar. Drittens, wer ist denn eigentlich der Gesprächspartner? Ein Kollege, Mitarbeiter, Vorgesetzter oder ein großes Publikum? Mein Tipp, in unserem Fall ist es ja der Chef, aber ist es der direkte Vorgesetzte oder die Geschäftsführung? Welche Charaktereigenschaften hat der oder diejenige, die ich mir persönlich zunutze machen kann? Such in jedem Fall den direkten Blickkontakt, das haben wir schon gelernt, denn so signalisierst du Aufmerksamkeit. Am besten, du wanderst mit deinen Augen immer wieder abwechselnd vom linken ins rechte Auge deines Gesprächspartners. Denn das gibt ihm das Gefühl, gesehen und gehört worden zu sein. Und das wirkt am Ende des Tages sehr sympathisch. Viertens, welche Rolle nehme ich denn persönlich ein? Bin ich der disziplinarische Vorgesetzte? Bin ich der ambitionierte Mitarbeiter, der mehr Verantwortung will? Oder eher der überforderte Mitarbeiter, der Entlastung benötigt? Mein Tipp, wenn es darum geht, das Gehalt zu verhandeln, sind wir alle ambitioniert. Dabei ist eine aufrechte Haltung, die leicht nach vorne geneigt ist, ganz wichtig, denn das ist ein Zeichen für Zielstrebigkeit. Darüber hinaus solltest du weniger Fragen stellen, dafür aber mehr Aussagen treffen und das mit einer entsprechenden Betonung auf die Sätze in einer angenehmen Lautstärke vollziehen. Fünftens, wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deinem Gesprächspartner? Seid ihr befreundet, eher distanziert oder kennt ihr euch kaum? Mein Tipp, nehmen wir mal an, der Chef ist eine Vertrauensperson von dir, mit der du ein gutes Verhältnis hast. Da macht es Sinn, dich nicht unnötig verkrampft und seriös zu geben. Leg den Fokus darauf, Sympathie zu erzeugen. Blick neugierig mit offenen Augen, Lächeln nicht vergessen, denn nur so entsteht Vertrauen. Sechstens, was ist eigentlich der Anlass des Gesprächs? Ein Feedback-Meeting, ein außerordentliches Kritikgespräch oder eben die Gehaltsverhandlung? Mein Tipp, in unserem Beispiel ist es ja klar, das Gespräch findet statt, um das Gehalt zu verhandeln oder anzupassen. Aber weiß dein Gegenüber auch wirklich darüber Bescheid oder überraschst du ihn damit, weil es eigentlich nur ein monatliches Feedbackgespräch ist? Das Gehaltsgespräch solltest du in jedem Fall vorab kommunizieren. Siebtens, was ist das Thema? Gehaltsverhandlung, persönliches Feedback, neue Ideen, um Kosten einzusparen? Mein Tipp, in unserem Fall geht es ja um die Gehaltserhöhung. Das ist ein wichtiges und sehr ernstes Thema. Also auch wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Chef oder Chefin hast, sei nicht zu albern und freundschaftlich.
Signalisiere Zielstrebigkeit durch deutliche Aussprache und treff Aussagen mit Hilfe von ganz kurzen Sätzen. Und achtens, wozu dient das Meeting überhaupt? Beförderung, Gehaltserhöhung oder Urlaub? Mein Tipp, wenn du wenig Verhandlungsspielraum geben willst und auf eine ganz bestimmte Beförderung oder Gehaltserhöhung bestehst, gib dich selbstbewusst. Unterstütz deine Körpersprache noch mit dem passenden Outfit. Im Gegensatz zu weichen Kontrasten bei Pastellfarben kannst du mit starken Kontrasten wie Schwarz oder Weiß, Hellblau oder Dunkelblau, viel Seriosität und Seniorität vermitteln. So, jetzt hast du also gesehen, wie du mit der richtigen Körpersprache, den richtigen sprecherischen Ausdrucksmitteln und einer ordentlichen Vorbereitung mithilfe meines Kommunikationsframeworks maximal starken Eindruck machen kannst. Probier es am besten einfach mal aus und schreib mir unten in die Kommentare, wie du so damit zurechtgekommen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Sofern du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann weißt du ja jetzt, was zu tun ist. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleib ambitioniert.